So, wie viel hätten wir denn? Wir könnten belegen, also wir haben auf jeden Fall hohe Sicherheitsstufe 2 zu 4. Das ist schlecht. Wo sitzen die zurzeit? Also hier kann ich gar nichts machen. Ist immer schlecht, wenn man das nicht kann. Wenn man das nicht darf. Ist noch irgendwo, die haben auch größere Zellen, ne, oder? Nee, ist tatsächlich nur eine Sechser. Okay. Das heißt, zwei sind in der Verwahrungszelle. Okay. Okay. Das Ding nachbauen wäre schön. Macht das denn Sinn? Also nicht in der Länge. Ich weiß nicht, wofür man das braucht, aber. Dafür könnten wir jetzt natürlich einen zweiten Generator bauen. Weil alles, was jetzt kommt, muss über den zweiten Generator laufen. Dementsprechend können wir gleich die Krankenstation vom Netz nehmen. Die klemmen wir dann einfach ab, hier die Leitung, und schließen die andere wieder an. Dann entlasten wir ihn auch ein bisschen, weil er ist, wie gesagt, also schon ziemlich hoch. Dann hat er hier die Zelle und alles, was nach unten geht, kriegt der andere dann. Ich meine, das ist ja jetzt sehr symmetrisch gebaut, ne? Und eigentlich auch dafür gedacht, dass das Gefängnis hier unten, was wir durchaus auch größer bauen können, wenn wir die ganze Fläche nutzen wollen. Wir könnten aber auch ein Besucherzentrum hier dran bauen. Weil hier dran. Und dann könnten wir die Besucher sozusagen hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Wird schon wieder getasert oder was? Geht doch gar nicht. Die haben doch noch gar keinen Taser. Wir haben doch noch gar keine Waffenkammer. Die bräuchten wir auch noch. So, dann lassen wir mal eben voll werden hier. Ach, ich Dösbaddel. Ich habe das noch gar nicht als Dusche hier gemacht, ne? So. Ihr müsst doch nicht alle hier reinquetschen. Das ist ja, das ist ja. Nee, nee. Ihr könnt doch hier schön nicht schmusen gehen, Jungs. Wenn, dann macht er doch richtig. Entschuldigung. Ja, das könnte für ein bisschen Stress sorgen. Bin ich bei euch. Häftlingslieferung? Ach, da kommen die neuen. Was ist hier schon wieder?
Ich mach mal eben eine Waffenkammer. Ist ja nicht zum Aushalten. Habe ich das jetzt hier hingezogen? Ich habe keine Ahnung. So, die haben auf jeden Fall jetzt eine Anlaufstelle. Müde und verletzt. Die Ärzte stürzen sich sozusagen drauf. Und alle können weiterarbeiten. Sehr gut. Und 8000 plus, ich meine, das gebe ich natürlich sehr schnell aus, wie man mich kennt. Was ist das hier? Also man merkt natürlich einen riesen Architekturunterschied, ne? Meine Frage, warum baut ihr hier nicht weiter? Und warum ist hier schon wieder Blut auf der Straße? Na, wir werden das noch trennen. Aber ich brauche Geld. Ich habe doch einen positiven Cashflow. Warum wird dann immer weniger? Und warum bauen die hier nicht? Ach, die gehen den riesen Umweg. Verstehe ich nicht. Ich habe denen doch eine Tür da eingebaut. Sehr gut, ihr lernt. Hier arbeitet einer. Ich werde bekloppt. Was stellst du denn her, Junge? Man muss ja auch schnell sein, ne? Je nachdem, was machst du denn da? Stellst du Sägespäne her oder was? Da gibt es bessere Möglichkeiten als eine Kreissäge. Schon wieder kein Tee. Was ist denn hier los? Wer trinkt denn den ganzen Tee hier während der Aufnahme? Und warum habe ich plötzlich zwei Leute mehr? Ich bin doch so schlecht im Rechnen gar nicht. Was hast du jetzt hergestellt außer Sägespäne? Nix, ne? Essen. Essen ist fertig. Guten Hunger.
Was eine verfressene Bagage. Ach, guck mal, ist ja mal gar keiner in Einzelhaft. Schön. Da liegt schon wieder jemand bewusstlos rum. Fundament ist fertig gebaut. Dann können wir da jetzt die Waffenkammer reinsetzen. Waffenständer, Spind, Tisch. Tisch. Spind. Und Waffenständer. So, die Entriegelung müssen wir aber jetzt schnell aufheben wieder, ne? Nicht, dass irgendeiner hier. Ihr wisst schon. Licht braucht man noch. Viel Licht. Nein, 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 nein. Da hast du 3 Minuten mal was offen und schon geht die Prügelei los. So, Leute, jetzt baut mal hier ein bisschen schneller. Ich will die Türen zumachen. Wir wollen natürlich irgendwann noch mal fertig werden, ne? So, jetzt fehlen noch 2 Waffenständer und die Lampen, beziehungsweise Ström. Einmal am Direktor bitte vorbei und dem durchaus, ja, genau. Ja, da muss der Herr Direktor jetzt eben mal durch, ne? 4 Spülbecken, 5 Öfen. Ja, die Kantine reicht vorne und hinten nicht. So, Licht, Strom, alles da. Dann können wir Tür entriegeln, Tür entriegeln, Tür entriegeln. Wir hätten noch einen Boden reinsetzen können, oder? So. Meine Herrscher an Mitarbeitern. Einen schönen Metallboden reinbauen. Ach, was will man mehr? Und so wird es zu einem schönen grünen Kleinod.